diesem Video werde ich dir ganz, ganz wichtige Tipps geben, praktische, aber auch theoretische, wie du durch deine Menstruationsphase gut kommst und dadurch immer mehr in deine Kraft kommst. Ich gebe dir Hinweise und Impulse, die du mitnehmen kannst, um dein Leben zu integrieren, und auch zwei praktische Übungen, die du immer anwenden kannst, wenn du Schmerzen hast oder Anspannung während der Menstruation. Dieser Kanal wird unterstützt vom Kundalini Yoga Tribe. Das ist mein absolutes Herzensprojekt, was es seit über anderthalb Jahren gibt. Ich praktiziere mit einem weiteren Lehrer wirklich jeden Morgen live, jeden Morgen, um dich zu unterstützen, um dich zu erheben, in deiner Seele wirklich in die Entfaltung zu bringen. Und sonntagsabends meditieren wir wirklich intensive Meditationen, die wirklich tief dich in die Heilung führen. Und das ist wirklich pro Stunde umgerechnet 1,50 Euro für eine volle Kundalini-Yoga-Stunde. Also sei gern dabei. Wir sind alle auch Satnam Rasayan-Heiler und du wirst ganz, ganz tiefe Heilung erfahren. Hallo ihr Lieben, heute geht es ums Frausein, ums Menstruieren und um Yoga. Und für uns Kundalini-Yoga-Lehrerinnen ist es super wichtig, dass wir den Frauen immer Hinweise geben, was sie in der Praxis machen können, um einfach dabei zu bleiben. Im Kundalini-Yoga-Tribe machen wir das regelmäßig, weil wir wollen ja Menschen durch diese 40 Tage führen. Und das ist super wichtig, dass wir kontinuierlich dabei bleiben und während wir unsere Tage haben, unsere Praxis einfach anpassen. Und heute möchte ich dir ein paar Hinweise geben, was du tun kannst, wenn du unter Schmerzen leidest oder wenn du einfach sehr, sehr schlapp bist. Und ich möchte erst vorab sagen, dass es super wichtig ist, dass du erkennst, dass wir alle von Zyklen abhängig sind. Also von dem Mondzyklus, aber auch von dem menschlichen Zyklus der Geburt, des Lebens und des Sterbens. Wir sind alle von gewissen Lebensrhythmen betroffen. Und da können wir uns auch nicht rausnehmen. Und bei der Frau ist es einfach besonders stark, dass wir einfach Zyklen haben, die auch sehr auf unsere Stimmung, auf unser Wohlbefinden wirken. Das heißt, unser Energielevel, aber auch unsere Aura kann sehr, sehr unterschiedlich sein, je nachdem, in welcher Phase unseres Zyklus wir gerade sind. Das heißt, wenn wir gerade in der prämenstrualen Phase sind oder unsere Tage gerade haben, dann ist unsere Aura sehr durchlässig. Wir sind sehr sensibel, verletzbar, sollten uns mehr zurückziehen. Wir haben nicht besonders viel Energie. Sie sind sehr, sehr durchlässig, lassen alles durch, fühlen alles. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir in diesen Phasen uns wirklich mit diesem Rhythmus gehen, uns Ruhephasen gönnen, uns zurückziehen. Und wir entgiften auf allen Ebenen, auch emotional. Das heißt, viel tun, um diese emotionale Entgiftung zu unterstützen, durch Schreiben, durch Heilsitzungen, durch Ruhe, durch Schlaf. Und in der Phase danach haben wir wieder sozusagen eine Hochphase. Das ist eine wunderbare Phase, wenn unsere Aura stärker ist, unsere Ausstrahlung, wir haben mehr Kraft. Da können wir wirklich rausgehen, auf Reisen, Projekte starten und wirklich unser Leben, auch wenn es möglich ist und wenn wir uns einen Seelenweg gehen, dann wird es ja immer flexibler, dann sollten wir dem immer mehr den anpassen und nach unseren eigenen Rhythmen leben. Und so können wir auch als Frau immer mehr in unserer Kraft sein. Per Tipps, die du anwenden kannst, wenn du deine Tage hast: trink viel Wasser, trink viel Ingwerwasser oder auch Ingwertee. Mach leichte Dehnübungen, mach keine Feueratmung, keine Bauchübungen, auch keine Kopfüberübungen, also keine Übungen, wo die Beine über dem Kopf sind. Versuche leicht zu essen. Wir tendieren dazu, so Heißhungerattacken zu haben. Versuche eher leichte Kost zu dir zu nehmen. Das wird dich leichter durch den Prozess führen. Und du kannst auch wirklich unterstützen durch viel Wasser trinken. Und eben Wichtigste ist einfach sehr, sehr, sehr viel Ruhe. Praktiziere trotzdem weiter, mach einfach Dehnübungen, mach sanfte Übungen, atme immer lang und tief, wenn sonst Feueratem ist. Und ja, du wirst sehen, dass du dann, wenn du dich dem und mehr anpasst, mehr auf deinen Rhythmus achtest, dir mehr Ruhe gönnst, dass du wirklich viel, viel mehr Kraft schöpfst. Das ist so, so wichtig, denn wenn wir das beachten und wieder erkennen, dass wir Mensch sind, eingebettet in der Natur und dass wir als Frau besondere Zyklen haben, dann können wir wieder in Harmonie kommen mit dem Leben, mit uns selbst, mit unseren eigenen Energien und unseren eigenen Emotionen. Und jetzt möchte ich dir zwei Übungen zeigen, die du machen kannst, wenn du akut deine Tage hast und auch Schmerzen hast oder ja, dich nicht wohlfühlst. Dann mach gerne diese zwei Übungen. Ich zeige sie dir und du machst sie 3 Minuten, atmest dabei ganz entspannt, lang und tief. Ich zeige sie nur ganz kurz und du führst sie dann für dich 3 Minuten aus und du kannst das in den Alltag einbauen. Okay, wir kommen zur ersten Übung. Leg dich auf den Rücken. Bring deine Hände unter dein Gesäß, Füße zusammen und dann hebst du sie 45 Grad. Du kannst sie auch nochmal 90 Grad heben und dann bei der Hälfte. Drückst deinen Rücken in die Erde und versuchst wirklich, auch wenn das auf den Bauch geht, wirklich lang und tief zu atmen und entspannt dabei zu bleiben.
Okay. Diese Übung kannst du gerne 3 Minuten machen oder so lange, wie sie dir gut tut. Wichtig ist natürlich auch, dass du auf deinen Körper hörst. Das sind nur Hinweise, Impulse, die du gerne für dich verwenden kannst. Dann dreh dich einmal um, leg dich auf den Bauch. Hände sind bei den Schultern, Handflächen auf den Boden. Bring deine Füße wieder zusammen. Und dann hebe ganz leicht deinen Brustkorb und drück dich auch mit der Kraft der Hände etwas nach oben. Wenn du merkst, dass ein Drücken zu sehr drückt oder deine Wirbelsäule noch nicht so flexibel ist, kannst du auch deine Hände ablegen, in die Sphinx kommen. Wichtig ist, dass du den Kopf nach hinten legst, deine Augen schließt und auch in dieser Position lang und tief atmest. Oder du drückst dich hoch in die ganze Kobra, wenn du gewohnt bist. Wichtig ist dabei, dass dein Becken am Boden bleibt, der Kopf zieht nach hinten. Atme hier lang und tief und mit der Ausatmung kommst du ganz langsam wieder runter, drückst dich hoch, kannst dann in die Gegenposition kommen. Stirn zum Boden. Kurz hier ruhen und dann komm wieder hoch. Genau, integriere gerne diese Übung in deinen Alltag. Trink viel, Ingwertee wird dich unterstützen. Nimm auch viel Magnesium zu dir, aber wichtigste ist, Ruhe unterstützt die emotionale Entgiftung. Gerne auch mit Heilmethoden. Du kannst dich auch gerne bei mir melden. Ich praktiziere Satna Marsayan und begleite dich gerne in deiner Heilung, in deiner Entwicklung. Komm unbedingt in den Kundalini Yoga Tribe. YouTube ersetzt nicht eine vollständige Praxis. Wenn du wirklich tief ins Kundalini Yoga einsteigen willst, wir sind morgen live in einer Gruppe zusammen, können uns gegenseitig motivieren und gemeinsam praktizieren.